Heute in der Sportschau. Die Überraschungsteams der Handball-Bundesliga. Dank einer wiedererstarkten Nationalmannschaft und einer spannenden Bundesliga erleben wir hierzulande einen Handball-Boom. Heute spielten die beiden Überraschungsteams der laufenden Bundesliga-Saison gegeneinander, nämlich Aufsteiger Rheinhausen, derzeit Tabellen-Siebter, und Ex-Meister Wallau-Massenheim, Zweiter, gegeneinander. Florian Nass sah Duisburger Disziplin gegen Wallauer Risikobereitschaft. Zunächst mal gab es ein Wiedersehen für Olaf Oster, den Mann mit der 10. Mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden 10 Jahre agierte er für die SG Wallau-Massenheim, ehe Björn Nielsen, Wallaus schwedischer Coach, ihn aussortierte. Deshalb waren die Blicke des Schweden auch weniger auf Rheinhausens Rechtsaußen gerichtet als auf Nedeljko Jovanovic, den Serben in Diensten des OSC. Gleich kommt er ins Bild, der Mann mit der 18. Zuletzt mit überragenden Leistungen 12 Treffer in Magdeburg beim überraschenden Auswärtssieg. Glatt hinweg über den Kopf von Markus Roming. Wallau gewohnt offensiv in der Deckung. Das gab Platz am Kreis. Jovanovic prellt lange, schaut, sieht Kottwitz. 6:4, 2 Tore Vorsprung für den OSC. Klasse gemacht dieses Anspiel. Markus Bauer schläft da ein bisschen, greift viel zu spät ein. Und Kottwitz dann mit dem Blick für die Situation. Stoschek fehlte bei der SG Wallau-Massenheim aufgrund seines Achillessehnenrisses, den er sich in der Partie in Flensburg zugezogen hatte. Da mussten andere einspringen. Einmal mehr Martin Schwalb. Er seit Wochen der überragende Akteur bei der SG Wallau-Massenheim. Jovanovic, viel Bewegung, aber mit einigen technischen Fehlern in der Anfangsphase dieser Partie. Stefan Steinke nach dem Ausgleich erstmals die Führung für die Hessen beim 7:6. Steinke, er kam vor dieser Saison vom VfL Gummersbach. Es wurde ruhig in der Rheinhausener Sporthalle, auch bei Alexander Rümanow, dem Trainer des OSC Rheinhausen. Er forderte von seiner Mannschaft den Weg über den Kreis, so wie hier. Es gab 7 Meter und in der Zeitlupe schön zu erkennen, warum die Hand von Steinke voll ins Gesicht seines Gegenspielers von Andreas Tamm. 7 Meter. Und Olaf Oster scheitert an Markus Rominger. Es war bereits der 4. vergebene 7 Meter in dieser ersten Halbzeit. Mirko Teitzig macht besser ins Torwart-Eck von Markus Rominger. Auch er, ein neuer Mann im Duisburger Stadtteil, kam vom TV Großwaldstadt. Es war die Führung beim 11:10. Kellmann heute ein Totalausfall mit dem versuchten Anspiel auf Furich. Und dann schnell eingeleitet von Frank Hofstetter. 12:10 siegert erneut 2 Tore Vorsprung für die Gastgeber. Und es blieb auch bis zur Pause dabei 13:11. Noch alles drin also für beide Teams. Rheinhausen voll motiviert in dieser zweiten Halbzeit. Gutes Anspiel von Jovanovic auf Nils Lehmann. Er schimpft zu Recht Markus Rominger mit seinen Vorderläufen, die viel zu spät Jovanovic und auch Nils Lehmann angingen. Und der hat alle Zeit der Welt, vor allem bei seinen Größenverhältnissen, Markus Rominger dann sicher zu überwinden. Die beste Phase der Gastgeber. Jovanovic glänzend freigesperrt und keine Mühe für den Serben hier zu vollstrecken. 17:12, erneut keine Abwehrchance für Markus Rominger. An ihm lag es nicht, dass die Wallauer deutlich zurücklagen. Zwei Leute und sofort parallel. Beide Halbspieler breit bleiben und immer Übergang von außen. Es lag an der disziplinierten Spielweise des OSC. Das Spiel breit machen, sicher spielen. Aber es gab auch riskante Szenen, so wie hier. Olaf Oster, Tempogegenstoß bis zur 45. Minute hat es gedauert. Dann machte er endlich seinen Treffer. Der Ball trudelt über die Linie, aber dann ist er drin. 21:15, sichere Führung. Aber es kam noch viel schlimmer für den Tabellenzweiten. Erneut Olaf Oster. Diesmal ganz sicher abgeschlossen. Glänzend der Pass von Bülent Axen, dem eingewechselten Torhüter. Und die 2300 Zuschauer in Rheinhausen natürlich voll auf begeistert. Einmal der tolle Pass und der sichere Abschluss durch Olaf Oster. Das war das 26:19. Auch das sonst so sichere Gespann Schwalb-Furich funktionierte diesmal nicht.
Dafür auf der anderen Seite Jovanovic umso besser. 10 Treffer markierte er, wurde in Spanien in der letzten Saison zum stärksten ausländischen Spieler gewählt. Und das will was heißen. Er damals in Diensten bei TK Santander. Von Wallaus Nationalspielern war wenig zu sehen. Markus Bauer, eines seiner 3 Tore. Mehr wurde es nicht. Am Ende ein 29:24 Sieg. Ein Sieg für die risikoreichen Disziplinierten diesmal, für den OSC Rheinhausen. Ein Sieg, der sogar noch deutlicher hätte ausfallen.